sind schon ein paar Schritte weiter. Inzwischen war es eigentlich fast unmöglich, ein Video zu machen, weil es ist so viel in kurzer Zeit passiert, nicht optimal gelaufen. Also es war viel Improvisation angesagt und viel Reaktion angesagt. Aber wir haben es jetzt hingebracht. Hinten seht ihr das grüne und das blaue Real. Unsere zwei Erdölkarten sind soweit drin. Dann vorne kommen die ganzen Schleich mit der Erschließung, die sind auch drin. Jetzt haben wir die Böschung hinten wieder einigermaßen hergekriegt. Da haben wir jetzt wieder einen Humus drauf und das werden wir dann mit der Zeit irgendwann bepflanzen. Und da seht ihr jetzt, da geht es dann weiter mit den ganzen Leitungen bis da unten drin. Im Schatten, da ist dann nur das ganz tiefe Grenadell von Erdwärmetauscher und das riesige Loch, was ihr jetzt gerade seht, da kommt dann unser Regenwasserzistern hinein. Genau, also es nimmt Form an und nach den ersten Schwierigkeiten hat sich das jetzt echt gut entwickelt und jetzt schauen wir noch, wie es weitergeht. Ihr seht jetzt die Böschung, ist soweit das Gericht. Da ist jetzt der Humus drauf und ein paar Bredel dazwischen, dass der Humus nicht abrutschen kann. Die werden wir dann, wie ich vorher schon gesagt habe, pflanzen irgendwann. Alle Wege, wo dann eine Rohrleitung durchgegangen ist, sind mit Sand gefüllt worden. Ein spezieller Sand, der ist mit Feuchtigkeit eher verdichtet, dass das Wasser nicht so gut durchlässt. Weil wir haben einen sehr lehmigen Boden und der lässt das Wasser auch nicht durch. Sonst sind sie nicht den Sand alles ausgeschworen. Der Bagger, der trocknet jetzt gerade noch die letzte Schicht ab, sodass wir auf unser geplantes Gelände kommen. Und dann sind wir eigentlich da hinten, bis auf die Kiesschicht, die reinkommt, soweit fertig. Dann wenden wir uns nämlich langsam die Zisterne zu und die Rehl, die da unten noch reinkommen. Langsam schaut es aus, als ob da einmal ein Hausstück hat. Kaum zu glauben. Wenn man weiß, wie es dazwischen mal ausgeschaut hat, aber wir sind auf dem guten Weg. Ah, ihr seht, da unten kommt der Laster mit einer Zisterne. Auf dem Grundstück verfüllen wir gerade den Boden vom Loch der Zisterne bis mit Sand. Eventuell müssen wir oben am Schacht noch mit einem Ausgleichsring von ja, so 4 cm einsetzen, damit wir auf die richtige Höhe kommen. Und ja, dann werden wir das halt noch verschließen. Ihr seht da das orange Rail, das geht schon in Richtung Zisterne. Das passt jetzt so von der Länge an. Und das ist dann quasi der Einlauf vom Regenwasser. Der Ansaugpunkt ist. Mal schauen, wie es uns ausgeht. Da rechts haben wir am Brunnen, links dann ist die Einfahrt mit den Betonfundamenten. Wir gehen jetzt ungefähr, ja, jetzt schauen wir, 2 Meter bis 1,50 Meter was Hobby. Wir hoffen, dass uns nichts kommt. Es geht weiter mit dem ganzen Wahnsinn. Der Erdwärmetauscher, der, glaube ich, gerade uns das ganze Grundstück um. Ja.
Also, sagen wir ganz ehrlich, dass es so einen riesen Impact auf den Mutterboden hat, haben wir nicht ganz so bedacht, beziehungsweise war uns gar nicht bewusst. Weil in unserer Vorstellung, ja, machst du einen schmalen Gramm, schmeißt das eine und dann ist gut. Aber wenn man sieht, wenn die Profis am Werk sind, dann schaut es anders aus, weil es halt meistens nicht so umsetzbar ist, wie man sich in der Theorie denkt. In der Praxis schaut es dann wieder anders aus. Aber nichtsdestotrotz, wir hoffen, dass wir mit dem Erwärmetausch uns nicht ärgern werden, dass uns das trotzdem was bringt.